Moin und willkommen zu einem neuen Teil ETS 2 auf der ProMods mit der RussMap zusammen. Ja, wir sind aktuell in Ulm, werden uns mal eben die nächste Tour schnappen. Eine Runde nach Salzburg, 239 Kilometer, also ja, nichts Großes, aber soll für diese Folge wohl reichen. So, bei World of Trucks läuft jetzt aktuell ja noch ein Event. Hat letzte Woche Montag angefangen. Ja, Montag am frühen Abend irgendwie. Da habe ich das zumindest mitbekommen. Und ja, bis Dienstagabend hatte ich das fertig. Zu gewinnen gab es halt so eine Wikingerfigur fürs Armaturenbrett. Steht hier vorne auch links vor meiner Ente, denn so ein Hintergrundbild fürs Hauptmenü kann ich euch auch mal zeigen, das hier. Und ja, drei zufällige Wimpel. Ich habe zweimal Dänemark und einen anderen abbekommen. Naja, man musste halt irgendwie 10 Touren von oder nach Schweden fahren in jeweils verschiedene Länder. War eigentlich eine Kleinigkeit. So, es gab jetzt ja nun mal wieder einige Tage keine Videos von mir. Ja. Ach, leck mich doch. Scheiß Autofahrer. Ja, Entschuldigung dafür eben. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Länger keine Videos von mir. Ja, hat alles so seine Gründe. War auch nicht unbedingt so geplant oder ist nicht unbedingt so geplant. Aber lässt sich manchmal auch irgendwie nicht vermeiden. Eigentlich war ja mein Vorhaben jetzt so ab April von jedem Projekt, was ich so habe, also ETS, dann LS auf der Wildeshausen und LS auf der The Valley, The Old Farm, irgendwie so jede Woche zwei Videos zu bringen, wäre ja normalerweise auch machbar. Aber es ist momentan nun mal so, dass ich auf LS absolut keinen Bock habe. Ich mache das Spiel an, ich bin da 5 Minuten drin und dann reicht mir das auch schon wieder. Mag unter anderem mit dran liegen, dass man es doch so viel gespielt hat und ja, dass es auch so ein paar andere Umstände gibt, die einen die Lust daran nehmen. Eigentlich war das bei mir ja wieder auf dem Weg der Besserung, dass ich da auch mehr Lust zu hatte. Nun gab es aber vorletzte Woche noch so einen Vorfall, der hat mir da jetzt auch so endgültig die Lust dran genommen. Ich habe da ja ein, zwei Leuten mit Maya weitergeholfen. Alles soweit auch gut und schön. Die haben sich auch dafür bedankt. Von daher hat man es richtig gemacht. Aber dann gibt es immer noch mal wieder irgendwelche Hohlbirnen, die das dann mitgekriegt haben und denen das wohl nicht so passte. Und die denn der Meinung sind, ja, man würde damit die ganzen Modpolen unterstützen und den Teileklau fördern und ach, hast du nicht gesehen und bla und blub. Und ganz ehrlich, es war mir in letzter Zeit eh schon alles zu viel. Egal, was man gemacht hat, man hat immer auf irgendeine Art und Weise einen Arschtritt dafür bekommen oder es war nicht richtig, was man gemacht hat oder. Und mir reicht es jetzt einfach. Von daher sollen ruhig alle machen, was sie wollen. Es ist mir mittlerweile auch generell scheißegal. Aber es braucht keiner mehr bei mir ankommen und wegen irgendwas fragen oder irgendwie auf Hilfe hoffen. Bei mir ist jetzt vorbei damit. Ich habe genug davon. Ich mache jetzt erstmal weiter komplett mein Ding. Wenn ich irgendwelche Umbauten oder so mache, die mache ich für mich oder gute Bekannte. Und der Rest soll einfach zusehen, wo er bleibt. Ja. Ist vielleicht eine Einstellung, die kann nicht jeder unbedingt nachvollziehen oder verstehen, aber
Ich glaube, um das so richtig zu können, muss man selber auch mal in der Situation sein, dass es so ist. Und wie gesagt, es wird hier alles immer schlimmer statt besser. Vor allem das Schlimme ist, dass es, ja, solche Sachen nicht immer unbedingt aus der Community selber kommen. Eher im Gegenteil, also das, was ich so community-mäßig an Erfahrung gemacht habe, ist eigentlich soweit ganz gut. Problem ist, dass solche Geschichten oftmals auch aus den eigenen Reihen kommen. Oder irgendwelche Leute sich da als, ja, Mitläufer rausstellen, die keine eigene Meinung vertreten, sondern einfach nur die Meinung von irgendwelchen anderen Leuten aufgreifen und meinen, die halt voll und ganz vertreten zu müssen. Ja gut, wer es meint, soll es halt auch so machen. Muss ja auch jeder selber wissen, aber ich bezweifle, dass das so unbedingt der richtige Weg ist. Und ja, von daher werde ich mich von der Geschichte LS halt etwas mehr zurückziehen, da mal eine definitiv jetzt eine größere Pause einlegen. Wollte das ja schon immer machen, um da irgendwie so ein bisschen Abstand zu kriegen. Letztendlich hat das aber auch immer nur ein paar Tage gedauert. Aber jetzt muss da doch wirklich mal eine größere Lücke her. Und dann schauen wir mal, wie das irgendwann in Zukunft weitergeht. Entsprechend wird es da LS-technisch in nächster Zeit auch, ja, keine oder nur sehr wenige Videos geben, je nachdem, wie ich so Lust und Laune habe. Ja, ETS versuche ich mal so ein, zwei Videos die Woche hinzukriegen. Kann es aber auch noch nicht genau zusagen oder versprechen, weil ich momentan auch noch so das ein oder andere Spiel spiele und wenn ich dabei bin, ja, dann halt zeitlich auch deutlich mehr. Wobei mit ETS muss ich ja sagen, habe ich an und für sich eh täglich zu tun. Allein schon durch die virtuelle Spedition mit. Wir haben da ja noch Leute mit dazu bekommen. Und ja, um die Geschichte muss man sich halt entsprechend täglich auch kümmern. Immer mal in diese Verwaltungssoftware reingucken, gucken, ob da irgendwelche Aufträge zum Abrechnen sind. Hier und da haben die Fahrer ja auch so ihre Fragen oder Wünsche oder Sachen, die sie haben wollen. Manchmal muss man denen auch nochmal so ein bisschen was erklären, weil sie da noch nicht so recht durchsteigen. Gibt halt irgendwie immer was zu tun. So, denn in letzter Zeit war ich auch mehr auf meinem Singleplayer-Spiel, auf meinem Multiplayer-Spielstand zugange. Singleplayer-Spielstand sind wir jetzt hier unterwegs. Und ja, nach diesem World of Trucks-Event bin ich dabei zu versuchen, diese ganzen Steam-Errungenschaften mal nach und nach abzuarbeiten. Und ja, wir versuchen, die mal voll zu kriegen. Das ist auch, ja, ein ganz schöner Teil an Sachen, die man da schaffen muss. Teilweise wird das damit auch ganz schön kostspielig, weil die eine Errungenschaft, die kriegt man, oder da ist die Aufgabe für,
eine Tour von über 990 Kilometern mit einem LKW jeder Marke zu fahren. Das heißt, ich muss mir von jeder Marke einen LKW kaufen, um damit entsprechend lange Tour fahren zu können. Und im Anschluss kann ich die Kisten dann auch wieder verkaufen, weil sie mir eh nichts bringen. Leute, das geht doch hier alles nicht gut. So, wie weit haben wir das jetzt noch? 97 Kilometer. Was man aber sagen muss, was so die letzten Tage erfreulich war, war das Wetter. Das definitiv, nachdem wir ja auch so lange beschissenes Wetter hatten, also ja, viel Regen, viel Wind und so, muss ich sagen, ist das jetzt so seit Karfreitag wunderbar. Karfreitag selber war schon geiles Wetter, 14 Grad, Sonnenschein. Gut, Samstag war halt ja, so ein bisschen trüb und windig, aber seit Sonntag haben wir auch schon wieder bestes Wetter. Draußen kann man eigentlich quasi schon in T-Shirt rumlaufen. Und ja, das erhält doch alles auch wieder so ein bisschen. Beziehungsweise bringt auch ein bisschen mehr Freude so in den Alltag. Wobei bei mir jetzt irgendwie komischerweise so eine Frühjahrsmüdigkeit aufkommt. Ich könnte mich so ins Bett legen und schlafen. Das die letzten Tage schon öfter gehabt. Tagsüber könnte man schlafen wie sonst was und ja, nachts liegst du wach und wälzt dich von einer Seite auf anderen. War letzte Nacht doch schon wieder ziemlich schlimm. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere von euch, wenn man sich dann nachts so, ja, nur von einer Seite auf die andere wälzt. Man kommt vielleicht ein bisschen zum Schlafen. Aber im Grunde alle, spätestens alle 2 Stunden wird man irgendwie wach. Und dann hast du wieder erstmal so ein paar Probleme einzuschlafen. Und wenn es denn so auf morgen zugeht, oder auf morgens zugeht, so die Zeit, wo man eigentlich aufstehen will. Da überkommt einen total die Müdigkeit und man kommt überhaupt nicht aus dem Bett. Und wenn man dann aufwacht, dann fühlt man sich, als ob einen so eine ganze Panzerdivision überrollt hätte. Gut, gestern habe ich allerdings auch den Fehler gemacht, habe tagsüber ganz schön viel geschlafen und ja, dass man dann nachts nicht so unbedingt schlafen kann, ist auch nicht weiter verwunderlich. Aber ja, siehst du, da ist die Müdigkeit. Ja, das wird sich auch wieder legen. So, dann habe ich mir heute Morgen noch Far Cry 5 geholt. Wollte ich mir gleich auch nochmal anschauen. Da bin ich mir auch immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich mit solchen Spielen auch mal Videos machen sollte oder nicht. Ist ja nun nicht ganz so das Genre, was ich spiele. Oder was ich sonst so spiele. Von daher weiß ich auch nicht, wie ich mich da schlagen werde oder wie das videotechnisch werden würde. Aber ja, ihr könnt es ja mal grob in die Kommentare schreiben, ob ihr da überhaupt auch Interesse dran hättet, sowas mal zu sehen. Und ich guck dann einfach mal, ob man da was hinkriegt oder nicht. Hat man da jetzt bei dem einen oder anderen schon mal ein bisschen was angeguckt. Ja, die verknüpfen es dann auch immer nochmal irgendwie mit so einer Art Geschichte. Aber da kennt ihr mich ja und
wisst auch, dass das nicht mein Ding ist. War es noch nie, wird es wohl auch nie sein. Und naja, vor allem mein Geschick bei solchen Spielen ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Wahrscheinlich auch mangels der Übung und Erfahrung. Wobei ich sagen muss, ich habe ja jetzt auch eine ganze Weile Call of Duty Modern Warfare 3 gespielt, weil ich mir das mal so spontan geholt hatte. Und ich fand, so schlecht habe ich mich da eigentlich gar nicht geschlagen. Also ich meine, gut, ja, je nach Mission war das halt auch mal unterschiedlich. Meist Missionen hat man geschafft, ohne irgendwie zwischendurch zu sterben. Bei der einen war es dann schon so ein bisschen komplizierter, aber ja. War eigene Blödheit, da hätte ich zu irgendjemandem ins Auto steigen müssen, habe das aber nicht gemacht, sondern bin irgendwo immer irgendwo in Deckung gerannt und habe einfach die Feinde abgeknallt. Und dann haben die sich meinen Kollegen halt geschnappt und den platt gemacht. Entsprechend war die Mission dann auch immer wieder vorbei. Ja, nein, aber ich würde mal so sagen, im Großen und Ganzen hatte ich mich da doch ganz gut geschlagen. Und ja, mal gucken, was jetzt mit Far Cry wird. Und ich hatte mir letztes Jahr auch Far Cry 3, 4 und Primal geholt. Das auch jeweils angespielt, aber dadurch, dass man doch so viel mit LS zu tun hatte, ist man auch nie wirklich dazu gekommen, da mal bei den Spielen länger dran zu bleiben. Und ja, das will ich jetzt mal so in nächster Zeit alles so ein bisschen nachholen. So, hier haben sie ihren Auflieger, können sie den beladen. Und irgendein anderer kann ihn hier wieder wegholen. Wir kommen damit dann auch zum Ende dieser Folge. Ich hoffe doch, dass es euch so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Auch wenn ich mal so ein bisschen, ja, meinen Gedanken und meinen Launen am Anfang etwas freien Lauf gelassen habe. Aber ja, sind Sachen, die müssen auch mal gesagt werden. Wenn irgendjemandem das nicht passt, ja, muss er weghören. Ist halt meine Meinung, die muss so weiter auch keiner vertreten. Ist auch entsprechend meine Ansicht, der muss keiner zustimmen. Ihr kennt das Spiel ja. So, und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.